Sie haben das Antibiotikum Pifmethylinam von Ihrem Arzt verordnet bekommen und in meinem Video erfahren Sie nun in Kürze das Wichtigste, was Sie zu Ihrem Wirkstoff wissen sollten. Jetzt wollen wir einmal einsteigen zum Thema Pifmethylinam, denn vermutlich werden Sie das Antibiotikum über 3 Tage lang nehmen müssen und da ist die Empfehlung, es dreimal täglich anzuwenden. Hierbei ist es wichtig, dass Sie nicht nur daran denken, es morgens, mittags und abends einzunehmen, sondern dass Sie bestmöglich 8 Stunden Abstand zwischen der Tabletteneinnahme halten, denn so garantieren Sie, dass der Wirkstoff immer gut verteilt in Ihrem Blut vorhanden ist. Die Nahrungsaufnahme hat keinen Einfluss auf die Wirkung des Pifmethylinams, aber die Einnahme nach dem Essen empfiehlt sich doch, denn das kann verhindern, dass die Nebenwirkungen auf den Magen-Darm-Trakt gar nicht erst entstehen. Denken Sie auch in diesem Zuge daran, ein großes Glas Wasser zu trinken, denn wenn Ihr Wirkstoff im Magen sofort verdünnt wird, dann wirkt er auch nicht so reizend auf den Magen-Darm-Trakt. Sie sollten wissen, dass Pifmethylinam feuchtigkeitsempfindlich ist. Das heißt, holen Sie die Tablette bitte nicht lange vor der Einnahme aus dem Blister, denn durch die Luftfeuchtigkeit kann sich der Wirkstoff etwas verändern. In Schwangerschaft und in Stillzeit ist Pifmethylinam als Penicillin anwendbar und auf das Autofahren hat es keine Auswirkungen. Als nächstes gucken wir uns einmal die häufigsten Nebenwirkungen an, die Ihr Antibiotikum haben kann. Ich werde Ihnen nur einen kleinen Auszug geben und die Dinge, die ich anspreche, betreffen so in etwa mindestens jeden Hundertsten. Als allererstes kann es wie bei allen Medikamenten zu Darmsymptomen kommen. Dazu zählt die Übelkeit, das Erbrechen, aber auch Bauchschmerzen und auch der Durchfall. Wenn der Durchfall ganz selten ist und ganz moderat, dann spricht in der Regel nichts gegen die Weitereinnahme des Antibiotikums. Wenn Sie aber plötzlich starke wässrige Durchfälle bekommen, dann sollten Sie unbedingt Ihren Arzt kontaktieren und halten Sie bitte auch im Blick, dass es eine Nebenwirkung des Antibiotikums darstellen kann, dass auch noch lange nach der Einnahme Durchfälle auftreten könnten. Man spricht davon etwa 6 bis 8 Wochen und wenn in diesem Zeitraum bei Ihnen plötzlich starke Durchfälle auftreten, dann melden Sie das bitte Ihrem Arzt zurück. Sagen Sie ihm auch, dass Sie das Antibiotikum eingenommen haben, denn hier kann man nicht ausschließen, dass es dann zu einer Übersiedlung eines bestimmten Bakteriums in Ihrem Darm gekommen ist. Und mit der Information, dass Sie ja das Antibiotikum eingenommen haben, könnte man dann schon mal einmal konkreter weitersuchen. Als nächstes kann auch dieser Wirkstoff Auswirkungen auf die Haut haben. Dazu zählt zum Beispiel der Juckreiz, der Hautausschlag oder aber auch die Nesselsucht. Bei ganz leichten Hautreaktionen muss man nicht ganz so schnell reagieren, aber wenn Sie eine stärkere Hautreaktion sehr kurz nach der Einnahme entwickeln, dann kontaktieren Sie bitte unbedingt Ihren Arzt, denn hier möchte man ausschließen, dass es nicht zu stärkeren Reaktionen auf das Antibiotikum kommt. Haben Sie in der Vorgeschichte schon auf Penicilline oder Cephalosporine reagiert mit einer Überempfindlichkeit oder gar mit einer Allergie? Dann sollte bei Ihnen dieser Wirkstoff nicht zur Behandlung einer Blasenentzündung gewählt werden. Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und Benommenheit stellen auch mögliche Nebenwirkungen Ihres Pifmethylinams dar. Es kann auch zu Pilzinfektionen im Vaginalbereich kommen. Das liegt daran, weil die Bakterien auch im Vaginalbereich in gewissem Ausmaß abgetötet werden. Diese Bakterien wiederum machen einen sehr sauren pH-Wert, der eine Barriere für andere Bakterien und vor allem Pilze darstellt.
Und wenn diese Barriere wegfällt, dann ist das Risiko erhöhter, dass dann Pilze den Bereich auch übersiedeln können. Wenn Sie als Dame jetzt dahin tendieren, dann könnten Sie überlegen, ob Sie schon parallel etwas vorbeugend dagegen einnehmen. Als allerletztes bei den Nebenwirkungen möchte ich noch erwähnen, dass das Pevmecillinam bestimmte Blutparameter verändern kann. Das heißt, wenn bei Ihnen routinemäßig eine Blutkontrolle ansteht, sollten Sie die bestenfalls mit einem gewissen Abstand erst nach der Pevmecillinam-Einnahme durchführen. Das war es jetzt schon von meiner Seite zu Ihrem Antibiotikum gegen Blasenentzündungen. Wenn Sie noch näher dazu wissen möchten, und zwar welche Wechselwirkungen kann das Antibiotikum mit meinen anderen Substanzen eingehen, oder aber wenn es Sie einfach auch interessiert, wie wirkt denn nun dieses Antibiotikum in meinem Körper, dann empfehle ich Ihnen mein Video Pivmecillinam intensiv. Den Link lege ich Ihnen einmal hier oben und einmal hier unten in die Infobox mit rein. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie jetzt schnell wieder gesund werden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten sage ich bis bald. Tschüss.